Dann ebenfalls ein interessantes Thema, das überhaupt keine Resonanz gefunden hat in den deutschen Medien. Die EU sucht auf einem Treffen mit Anrainern des Indischen und des Pazifischen Ozeans eine Anti-China-Allianz zu schmieden, stößt damit aber auf offenen Widerspruch. Also diese Pilgerreisen da, diese Wallfahrten der Frau Baerbock in der ganzen Weltgeschichte herum, die sollen offenbar dem Ziel dienen, hier eine Anti-China-Allianz zu schmieden, anstatt dass man den Ausgleich sucht. Ich meine, diese Kriegsgurgeln von den Baumumarmern zu den Kalaschnikow-Umarmern von der Friedens- zur Kalaschnikow-Politik. Unglaublich, die Grünen. Also geradezu gespenstisch und schwindelerregend da ihre Häutungen. Die EU stößt beim Versuch, mit den Staaten Asiens und der Pazifikregion eine Allianz gegen China zu bilden, auf offenen Widerspruch. Dies ist ein Ergebnis des EU-Indo-Pacific-Forums, das die EU am Samstag in Stockholm abgehalten hat. Eingeladen waren 30 Anrainerstaaten des Indischen und Pazifischen Ozeans, nicht teilnehmen durfte China. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi erklärte mit Blick auf die antichinesischen Absichten der EU, die Staaten Südostasiens seien nicht daran interessiert, Teil eines neuen Kalten Kriegs zu sein. Pakistans Außenministerin Hina Rabbani Kaur stellte sich gegen Bestrebungen, die Welt in Blöcke zu teilen. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan kritisierte die zunehmende ökonomische Abschottung der westlichen Mächte und forderte von ihnen stärkere Rücksicht auf die Normen des regelbasierten globalen Handelssystems ein, während Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar in Abgrenzung von einer vom Westen dominierten unilateralen Welt auf Multipolarität bestand. Die EU brüskierte ihre Gäste, indem 13 ihrer 27 Außenminister das Treffen schwänzten, darunter Annalena Baerbock. Das sind keine Politiker, die im Interessen mehr Europas handeln, und sie sehen die Vision eines Helmut Kohl, der hier eben die Notwendigkeit sah, gerade Deutschlands, gerade Europas, mit dem Osten zusammenzuarbeiten, der in seinem voluminösen Körper eben nicht nur die politische Gestalt eines Adenauer hineinpacken konnte, sondern auch gleich noch Willy Brandt und Egon Bahr. Er war sich dessen bewusst, dass diese Konfrontations- und Vasallenpolitik da am Rockzipfel der Amerikaner, dass das nicht von Gutem sein kann. Amerikas Staatsmedien, der Blackout über Biden-Korruption ist wirklich Pulitzerzeug. Das ist schon unglaublich, wie diese Biden-Korruption der Familie totgeschwiegen wird von unseren Medien. Stellen Sie sich mal vor, jeden Schwachsinn haben Sie da brühwarm aufgekocht im Zusammenhang mit Donald Trump. Russia Hoax, diese Russland-Verschwörung, da haben die Demokraten einen Sonderermittler eingesetzt. Jetzt hat ein Gericht in Amerika zugunsten von Trump entschieden und gesagt, diese Russland-Verstrickungsgeschichte mit den Prostituiertenberichten und all diesem Zeug von A bis Z erfunden, fabriziert von der Clinton-Kampagne gegen Trump. Das melden unsere Zeitungen kaum. Dabei haben sie damals, als das aufgeschäumt wurde, in größten Buchstaben diese Dinge verbreitet. Das zeigt Ihnen, was für eine beschämende Einseitigkeit heute den Journalismus beherrscht. Und ich sage das ohne jedes Triumphgefühl. Ich finde das himmeltraurig, denn Medien sind wichtig. Wir müssen uns doch in der Demokratie informieren können. Wir können ja nicht einfach wie früher in der DDR oder wenn man in der Sowjetunion gelebt hat, musste man sich laufend fragen, was ist das für eine verdammte Propaganda, die einem da um die Ohren geschlagen wird? Sind wir in einer Orwell-Zeit? Sind wir eigentlich völlig von allen guten Geistern verlassen? Und hier geht's jetzt gleich wieder weiter. Das wird systematisch unterdrückt. Der Abgeordnete Byron Donalds von den Republikanern Florida hat ja in der letzten Woche ein Labyrinth von LLC, Briefkastenfirmen und Konten präsentiert, mit denen bis zu 10 Millionen Dollar an Mitglieder der beiden Familien weitergeleitet wurden. Und er versuchte dann, die Presse dazu zu bringen, ein gewisses Interesse an diesem massiven Korruptionsskandal zu zeigen. Zitat, für diejenigen, die in der Presse sind, diese einfache Auswahl und sind diese einfache Auswahl und das Zeug auf Pulitzer-Preis-Niveau hier, flehte er, meldet da
ein Nachrichtenportal. Die New Republic, eine Zeitschrift, hat dann kurz darauf eine Geschichte gemacht mit der Überschrift: Republikaner geben endlich zu, dass sie keine belastenden Beweise für Joe Biden haben. Das ist das Gegenteil von dem, was die präsentiert haben. Massive Zahlungen an seinen Sohn Hunter Biden sind da dokumentiert, zu einem Zeitpunkt, als gleichenorts unterwegs war Vater Joe Biden als Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die amerikanischen Medien haben diesen Skandal von Anfang an zugeschüttet als russische Desinformation, betitelt sozusagen den Anti-Putin-Reflex hier als Tarnkappe und Mantel des Beschweigens über die Affäre gelegt.